Hallo Internet und hallo YouTube. Habe jetzt den Ton komplett abgedreht und mir gedacht habe, es bringt sich nichts. Also der Musikton, der war mir jetzt einfach zu unangenehm, muss ich ehrlich sagen. Aber wir sind jetzt da, wir haben jetzt drei Städte offen, wir haben jetzt Prag, Brünn und Wien. Wir schauen jetzt mal, was es in Prag gibt, was sich so anbietet in Prag. Nächsten wäre natürlich Deutschland für mich jetzt, aber ist das denn? 89 Kilometer von Prag nach Prag. Große Eisenrohre, Steinbruch. Solche kleinen Aufträge, die bangen es eigentlich auch. Dresden. 178 Kilometer Dresden. Linz. Sagen wir nochmal Dresden. Mit Sand, aber davon war von. Hier weg. So interessant. Linz ist halt eine andere Strecke. 178 Kilometer von Prag nach Dresden. Da wir das machen. Steinbruch weg. Weiß nicht. Gleisketten. Komm, wir fahren mit dem MAN. Fahren wir dann MAN von Prag nach Dresden. Mit Gleisketten. Ja, das ist aber ganz was Neues. Gleisketten. Haben wir ja lange nicht mehr gehabt. Haben wir ja lange nicht mehr gehört. Für 3.151 Euro. Gut. Gleisketten. Naja. Wenn ich nichts lesen möchte, wie es da ist. So, jetzt müssen wir mal schauen, was da kommt. Steinbruch ist immer so witzig raus zum Fahren.
Boah, viel zu schön unterwegs. Wow, Wolken haben wir jetzt. Da fährt wirklich ein Zug. Unfassbar. Haben sie gut gemacht eigentlich da. Haben sie sehr gut gemacht. Zug. Gerade, dass wir uns noch da bremst haben. Ja, das war gut. Da bin ich nicht direkt auf den Zug kommt. Da finde ich toll. Super. Dieses Spiel hat er gemacht. Der Gas gibt ihm auch Gas. Warum nicht? Das kommt jetzt sehr schnell gemacht, einfach drauf gepfiffen. Du darfst nicht viel nachdenken über den Spiel. Du darfst allgemein nicht denken. Straße ist ein schöner Bucht, immer darauf achten. Klar.
Es läuft. Kann es wirklich sein, es läuft? Wir machen den richtigen Ort Richtung Norden mal. Auf YouTube die Strecke ist also immer. Die Strecke für uns sind toll. Immer. Ja. Ich bin wieder so. Ich bin sehr witzig. Ich bin so ein guter. Ja. Es macht Spaß. Tschechisch-deutsche Grenze. Verlassen das tschechische Hoheitsgebiet und kommen in die Bundesrepublik Deutschland. Germanisch. Aber ich hab das gesagt. Nein? Deutschland? Also geht's. Ich hab's bekommen, weil der Weiße da vorne war. Ich will kurz mit. So, gleich sind wir jetzt in Dresden. In der Dresde. In der düsteren Dresden. Ab. Erster Aufenthalt in Dresden. Es war gelb, es war nicht rot. Es war so mit viel Augen zu drücken. Da kann man es nicht. Da kann man immer drüber, das war klar für mich. Auf der einen Seite kennt man den Spiegeleffekt und den rechten. Irritiert sogar. Ich muss auch sagen, mir auf die Seitenspiegel zu schauen.
Fahren. Oh, lässt mich drüber. Gott, mir nützt es, dass es noch mal aus dem Weg springen kann. Bestätigen das. 180 Kilometer für 3 Stunden. Nein. Oh, machen wir einen Durchschlag. 85 EP, haben wir das gut gemacht. Würde sagen, ja, YouTube. So, wir haben Post bekommen. Sie haben neue Post. Nein, sie haben keine neue Post. Wieso nicht? Egal. So, ein lustiger Part, YouTube. Ich sage noch nicht danke fürs Zuschauen. Wir schauen mal weiter. Wir schauen schon den nächsten schnellen Auftrag an. Und wir sind jetzt in Dresden. Von Dresden. Was sollen wir von Dresden machen? Leipzig wäre interessant. Leipzig zum Beispiel. Berlin, Dresden nach Dresden. Ja, das sind jetzt längere Strecken, das ist klar. Leipzig, Berlin, oder Dresden nach Dresden. Gut, da können wir uns ja noch überlegen. Was hätten wir in Brünn? Prag. Egal, machen wir das im nächsten Part. Ich dachte, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, das heißt, wir spielen Euro Truck Simulator 2.